850.000 Zuschauer haben in Deutschland allein am ersten Wochenende The Dark Knight Rises, den dritten Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie gesehen. Terroristen bedrohen darin Gotham mit einer Atombombe, die Heimatstadt des Multimilliardärs Bruce Wayne, welcher wiederum seit der Ermordung seiner Eltern nachts im schwarzen Latexanzug das Verbrechen bekämpft. Nun sind ja Milliardärssöhnchen, die noch nie einen Handschlag gearbeitet haben, heutzutage als moralische Leitfigur etwas schwer zu vermitteln. Um es den Kinobesuchern trotzdem glaubhaft zu machen, haben die Drehbuchautoren einen kleinen sozialen Absturz für Bruce Wayne vorgesehen. Er geht seines Monopolkonzerns verlustig. Derart ins soziale Abseits abgerutscht, steht seiner Glaubwürdigkeit als Freiheitskämpfer nichts mehr im Weg. Der Film kommt nicht umhin, die Verkommenheit des Kapitalismus und die Sehnsucht der Massen nach einer Alternative aufzugreifen. Exemplarisch dafür haucht Catwoman, eine Robin Hood-artige Meisterdiebin, Wayne im Kreise seiner reichen Kumpane ins Ohr: Ein Sturm zieht auf. Wenn er losbricht, werden sie sich alle fragen, wie sie so maßlos leben konnten, während sie uns anderen so wenig lassen. Doch nicht die Massen entfesseln im Film den Sturm, sondern die Terrorgruppe Umbrien spielt blutige Revolution und hetzt die Bürger gegen die Reichen und den Staat auf. Die Polizei wird in der Kanalisation gefangen gehalten. Ganz bewusst werden Maßnahmen, die die Arbeiterklasse nach dem bewaffneten Sturz der Monopoldiktatur tatsächlich ergreifen muss, wie zum Beispiel Unterdrückung der alten Ausbeuterklasse, Bestrafung durch das Volk, Ausschaltung des alten kapitalistischen Gewaltapparates, als willkürlicher und verbrecherischer Terror dargestellt. Umso heldenhafter erscheint dann die sich dem entgegenstellende Konterrevolution. Als Schlüsselszene inszenieren die Drehbuchautoren einen Demonstrationszug von Tausenden von Batman aus der Kanalisation befreiten Polizisten, die sich todesmutig der neuen Herrschaft entgegenstellen. Polizeioffiziere und Geheimdienstmitarbeiter kämpfen gleichzeitig in den Straßen mit Guerillamethoden gegen die Terroristen und retten, damit auch der kritischste Zuschauer ihren Heroismus begreift, neben der Herrschaft der Kapitalisten auch noch ein paar verwaiste Kinder. Der Film will Folgendes vermitteln: Ja, der Kapitalismus ist ungerecht, dekadent und ausbeuterisch. Aber jeder Versuch, mit Gewalt eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, wird nur noch zu viel schlimmeren Zuständen führen. Und so kommt schließlich auch Catwoman die Einsicht, dass der Sturm, den sie erhoffte, nur Chaos und Verbrechen hervorgebracht hat. Der Terrorschurke, erfährt man schließlich, hatte sowieso von Anfang an vor, die Atombombe zu zünden. Es soll im Zuschauer der Eindruck erweckt werden, dass die Revolutionäre, die die Massen zur Revolution aufrufen, in Wirklichkeit ganz andere Interessen haben und die Massen nur benutzt werden. Der Film hat zwar trotz des gigantischen Budgets keine einzige nennenswerte schauspielerische Leistung zu bieten, ist dafür aber reaktionär bis ins Mark. Und das reicht offenbar, um in der bürgerlichen Presse als Meilenstein hochgejubelt zu werden. Dieses Machwerk kann auch Anlass sein, über die Gründe einer solchen Filminszenierung nachzudenken, vor allem aber darüber, wie es zu einer tatsächlich erfolgreichen Revolution der Arbeiter und Unterdrückten der Welt kommen kann, und wie man sich dabei auf den erbitterten Widerstand der Konterrevolutionäre einstellt, auch wenn diese wahrscheinlich keine Latex-Kostüme tragen werden.